ebenso für meinen Enkel, als ich 70 geworden bin, angefangen, ein bisschen so mein Leben, also was ich alles gesehen habe, zu ordnen. Das ist ein sehr interessantes Buchprojekt, aber auch eine Revue, eine musikalische Revue. Das heißt, die Küsse von Henry Miller, da geht es eben nur darum, wen ich in meinem Leben kennengelernt habe, also welche Größen. Das reicht ja von Otto Kubier zu Yul Brynner. Und was habe ich mit diesen Leuten erlebt? Wie habe ich die gesehen und welche Eindrücke haben sie hinterlassen? Interessant, das wird ein dickes Buch, wenn Sie die alle berücksichtigen. Ja, ich arbeite seit anderthalb Jahren daran und das ist sehr, sehr viel, natürlich, weil man auch den Leuten gerecht werden möchte. Und auch, es sind eben eine sinnliche Zeitgeschichten, weil ich immer, die Sinnlichkeit spielt eine große Rolle, auch beim Essen. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man Sachen essen kann, die nicht riechen. Und hier, ich, mir ist es sehr wichtig, wie ein Tier vorher schnüffeln kann. Hm. Und ja, also in diesem Sinne ist mein Buch auch sehr sinnlich, wie das Essen. Ruhestand gibt's nicht. Nein, ich will gar nicht. Also beide Eltern von mir haben gearbeitet, bis sie gestorben sind. Ich hoffe, ihnen in den Fußstapfen zu folgen.